Weiter geht es mit Dune Spice Wars. Auf Twitch sind wir unterwegs und Zeichen für YouTube auf. Schön, dass ihr da seid, Arne. So, wir sind mittlerweile angekommen. Ja, und haben ein paar Möglichkeiten. Irgendwo ist ein Gebäude fertig. Mal schauen, was es ist. Nee, wir kontrollieren das Dorf hier. Die Meldung können wir, glaube ich, entfernen. Jetzt können wir hier auch Gebäude durchführen. Und wir brauchen ja immer Plastall. Hier können wir ein Plastallgebäude hinsetzen. Aber lassen Sie erstmal die Rohstofflage checken. Wir haben ein Problem mit Wasser. Wir könnten kein weiteres Dorf erobern im Augenblick, weil wir dafür zu wenig Wasser hätten. Ein Dorfbau braucht so um die 5 Wasser. Das bräuchten wir eigentlich. Ne? Das heißt, der nächste Schritt müsste sein, eine Region zu finden mit hoher Windstärke, weil es sich da lohnt, ein solches Gebäude hinzusetzen. Und wir sind motiviert, dass dieses Gebäude in dieser Region steht, in Eischnitt oder in der Nebenregion, weil wir hier ein Wartungsgebäude reingestellt haben, ein Wartungszentrum, was die Instandhaltungskosten an Solari und an Plaststahl reduziert für dieses Gebiet und die beiden Benachbarten um knapp ein Drittel. So, jetzt müssen wir gut überlegen. Also hier haben wir eine Windstärke 3, hier 4, 5. Windstärke 5. Ja, aber wir wollten eigentlich eine Raffinerie hier hinsetzen, ne? Eine Raffinerie verbraucht auch kein Wasser, braucht 500 Plastall, die wir noch nicht haben. Wir haben ja 2 Bauslots. Wir sollten das, glaube ich... Ah, und hier gibt es 20% mehr Erfahrung für alle militärischen Einheiten. Später im Spiel, jetzt nicht. Könnten wir hier ein Gebäude hinsetzen, wo wir Truppen... irgendwie, ich glaube, hier gibt es Truppenreduzierungsgebäude oder so. Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Oder vielleicht gilt das auch nur für Kämpfe, ich weiß es nicht. Müssen wir nachher rauskriegen. Aber hier ist die bislang höchste Windstärke. Und wir haben 2 freie Bauslots. Hier haben wir nur 3. Hier haben wir 2er Windstärke. Hier haben wir zwar 4, aber hier haben wir schon ein drittes Gebäude gebaut. Wir müssten für 300 Plastahl einen 4. Slot freischalten. Das machen wir nicht. Und wenn wir hier ein Wassergebäude hinsetzen, kostet es eine Windfalle erstmal nur 150. Wir ziehen die Windfalle vor. Das tut mir echt richtig weh, das zu sagen, dass wir die Raffinerie verschieben, aber wir machen das. Wir bauen hier ein Windfallengebäude hin und bauen das an den Rand der Karte, damit es nicht bedroht werden kann. Und setzen es hier mal so hin. In die Nebenregion zu Eischnitt, weniger Unterhalt. Und sammeln dann fürs nächste Gebäude, das brauchte 500 Plastahl. Und hier oben entsteht ja auch... Nee, hier wollten wir noch das Gebäude hinsetzen für Plastahl. Die Plastahlfabrik kostet auch 50 und wir produzieren 45. Dafür war das gedacht, genau. Das setzen wir einmal hier hin. Beide Gebäude drin. Und den nächsten Ort, den wir uns holen, was braucht der? Was ist der nächste Ort, den wir erobern wollen? Hier vorne bekommen wir im kaiserlichen Becken einen allgemeinen Bonus für mehr Arbeitskraft, wenn wir hier ein Gebäude für Arbeitskraft einstellen. Und wir würden hier verbrauchen 64 Autorität. Hier verbrauchen wir leider schon 81. Aber wir haben hier ein Vorkommen an seltenen Erden, das wir allerdings erst nutzen können, wenn wir nach der Spionagelogistik das erforscht haben und das. Denn das Gebäude, mit dem wir die seltenen Erden nutzen, ist ein strukturiertes Lagerhaus. Das dauert noch eine ganze Weile. Das heißt... Das können wir zwar erobern, aber noch nicht nutzen. Na? Wie sieht es hier oben aus? Hier gibt es einen allgemeinen Bonus. Verbündete Einheiten hier erhalten 2 Vorrat pro Tag. Das ist also eigentlich egal im Augenblick. Hier ist ein weiteres Vorkommen. Hier ist die Karawane, mit der wir Autorität gleich noch erkaufen können. Aber an... Ah! Wenn wir das erobern, kostet
durch die Verbindungen, die Leute vor Ort haben, die Annektierung jedes weiteren Dorfes 5% weniger Autoritätspunkte. Das wäre natürlich kolossal, ne? Und das ist billig zu erobern. Das ist bei uns direkt um die Ecke. Das ist bei uns direkt um die Ecke und kostet nur 48. Das finde ich eigentlich sehr verlockend. Wenn wir Autoritätspunkte sparen wollen, dann geht alles andere schneller. Und das ist auch leicht verteidigbar, weil hier in der Mitte. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Das hier holen wir uns früher oder später eh noch hier. Und das danach dann irgendwann. Hier unten ist es für die Brennstoffzellen cool, da müssen wir uns keine Gedanken machen im Augenblick. Das wäre nochmal eine Plastahlgeschichte hier. Und dafür brauchen wir 58. Wasser holen wir uns gleich. Wir könnten in der Reihenfolge machen, zuerst den Ort hier oben, um den Bonus hier abzugreifen. Mit den minus 5% Autorität und dann runter und Plastahl. Ja, wobei Plastahl haben wir auch ständig Probleme. Aber wir einfach, komm, wir sind hin und her gerissen. Ich würde mal sagen, zuerst Kulbu, dann Rapval und dann Raufnaharin. Das wäre mein, würde ich sagen. Ja, in der Reihenfolge. Ziehen einmal hier vorne hin mit unseren Truppen für die Eroberung. Das geht ja auch fix hier. Kontrollieren die Ornithopter. Der deckt hier echt nichts auf. Der hat nichts zu tun. Oh, noch ein Spice-Vorkommen. Nein, das gibt's doch gar nicht. Schon wieder ein Spice-Vorkommen entdeckt, das noch keinem gehört. Aber das ist so verlockend, das wäre das dritte. Und um alle Pläne von eben null und nichtig, um dahin zu kommen, ja, wir könnten mal unser spezielles Feature ausprobieren, Leute. Mit der Gratis-Eroberung friedliche Annexion, sobald wir Wasser haben. Wir geben 50 von unseren Punkten hier aus, die wir eben teuer verkauft haben. Dann müssen wir nämlich keine Truppen hinschicken. Das wird mit dem Vorrat schwierig. Und erobern das gleich friedlich. Ja? Aber den ersten Schritt dorthin, erstmal Kulbu erobern, militärisch, damit wir noch mehr Autorität sparen. Und dann das Spice-Vorkommen hier oben. Der Vorteil bei der friedlichen Annektierung ist, der Nachteil ist, unsere Spezialfähigkeit, es dauert länger. Vorteil ist, wir bekommen Milizen geschenkt, die sind vor Ort und verteidigen das schon mal. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier in der Nähe ist zu anderen. Ja? Und dann hier, das Spice muss fließen, Punkt, Punkt, Punkt. Ah, Leute, es gibt so viele Möglichkeiten hier. Mit dem Ornithopter hier, was haben wir hier aufgedeckt? Ja, wir sammeln einmalig Plastahl. Wir haben jetzt 467, wir sind kurz vor der Raffinerie, die bauen zu können. Und fliegen jetzt mal Kartenrand hierhin. Mit dem wird hier erkundet. Mit der Kollege hat nichts zu tun. Hier auch Kartenrand. Fliegen hier mal hin. Der ist hier fast fertig. Treibstoffzelle nochmal. Dann decken wir auch das hier mal auf. Truppen hier vorne. Die brauchen für die Eroberung. Wir brauchen erstmal Wasser. Wasser ist aber fast fertig, ne? Der Wasserbau läuft hier unten, ne? Wie lange braucht er noch? Noch 3 Tage. Ziehen schon mal hoch und erobern, Leute. Oh, ein Event kommt rein. Mal gucken, worum es geht. Das Beiß muss fließen. Wünscht sich goldiger Mond. Schön, dass du hier reinkommst. Hebt sofort die Stimmung im Chat. Ah, wir könnten Forschungsmittel beantragen. Wenn wir 2 Entwicklungen haben, bekommen wir einmalig 1000 Solari geschenkt. 17 Tage, das müssen wir innerhalb von 17 Tagen geschafft haben. In 4 Tagen, in 6 Tagen haben wir das erforscht. Und dafür brauchen wir 8 Tage. Das wären 14 Tage. Es würde knapp klappen. Wir wollten ja dahin. Wenn wir das in dem Zeitraum schaffen, hätten wir 1000 Solari geschenkt bekommen. Oder wenn wir das hier machen, wir bekommen einen experimentellen Ornithopter geschenkt.
Ja, ich weiß nicht, was ein experimenteller Ornithopter ist, ob das wieder, das ist anscheinend einer, der besonders cool ist oder so. Aber die Solari, das ist ein Muss. Wir warten mal ab. Also das ist, ne? Wir gehen mal rein in die Forschung. Das ist das Nächste. Danach geht's hierhin und dann hierhin. So, du bist schon seit Beginn da, goldiger Mond. Sachenkämps, peinlich. Für mich, nicht für dich. Hier starten wir jetzt die Eroberung. Achtung, Spicefeld entdeckt, ich weiß. Hier haben wir auch viele Dinge erforscht. Einmal hier hin. Der fliegt immer automatisch weiter. Ja, der hat die automatische Aufklärung aus eingestellt. Ich knipse sie mal. Jetzt ist sie ein. Ich will aber aus haben. Ich will, dass wir in aller Ruhe alle Boni hier abgreifen. Der fliegt aber teilweise trotzdem von alleine. Einmal hier hin. Jetzt greifen wir hier vorne an. Was haben die für Verteidiger? Nur zwei Distanzmilizen. Das ist sehr überschaubar. Ein Gebäude. Ah, der Konzil tagt erstmals in dieser Partie. Und wir können hier Stimmen aufgeben für irgendetwas. Also wir können. Oh ja, kaiserliche Propaganda. Ich bin dafür, dass das Haus Atreides 30% mehr Autorität produziert. Der Rest ist mir sowas von Wumpe. Und ich bin dafür, dass die gewählte Fraktion Plashtal Instandhaltung minus bekommt. Das kann ruhig Haus Harkonnen sein. Aber ich will uns boosten mit allen Stimmen, die wir haben. 160 haben wir. Das ist verdammt viel. Nee, damit gehen wir. Ah nee, das ist Quatsch. Entschuldig bitte. Da geben wir unseren Einfluss aus für Stimmen. Der Einfluss danach ist weg. Wie die neutralen Häuser abstimmen, wissen wir nicht. Die dürfen im Augenblick noch nicht abstimmen. Die Schmuggler und die Fremen. Die haben null Stimmen. Und das Haus Harkonnen. Das ist jetzt echt die Frage, ne? Also das Haus Harkonnen wird. Es kann auch sein, dass die dafür stimmen, dass wir mehr. Ne? Also, das, ich weiß nicht, was die für am wichtigsten halten. Rekrutierungskosten für Einheiten um 100% erhöht. Wir haben genug Einheiten im Augenblick. Wir wollen nicht, dass es Krieg gibt. Kosten sind verdoppelt, finde ich okay. Was sind das hier? Achso, unterstützen oder ablehnen? Wir sind für unterstützen. Die sind für dafür, dass das Haus Harkonnen leidet. Immer. Haus Harkonnen ist doof, ne? Das ist die Frage, wie viel investieren wir von unserem Einfluss? Weil wir ja auch hier oben haben, dass wir hier, da war irgendetwas, das konnten wir doch. Nee, wir hatten schon Geld ausgegeben für Einfluss irgendwo. Da war doch irgendwie eine Entscheidung irgendwo, ne? Oder für Autorität, das hatten wir schon gemacht. Wir wollten Einfluss ausgeben. Hatten wir schon gemacht. Wir hatten Einfluss ausgegeben für irgendein Event. Nein, jetzt weiß ich es wieder. Wir wollten einen Einfluss ausgeben, um hier das zu erobern gleich. Dafür wollten wir gleich, sobald das Wasser da ist, 50 Einfluss ausgeben für die nächste Basis hier. Wir müssen uns noch nicht entscheiden, ne? Wenn ich das richtig sehe, müssen wir, Entschuldigung, müssen wir das erst abgegeben haben in 6 Tagen. So lange können wir uns noch überlegen, wie wir es machen. Wir geben alle unsere Stimmen dafür aus, alle 100. Und wir geben mal, wir produzieren wie viel Einfluss laufend? 3. Wir geben mal 30 aus. 30 Einfluss geben wir aus. Ach, könnt ihr das sehen? Ich sitze davor, Entschuldigung. Ich gebe mal 30 Einfluss hier aus. Das ist die mittlere Einstellung. Bis zu 69, bis zu 60 können wir ausgeben, nur in 10er Schritten. Ich gebe mal 40 aus.
Weil dann bekommen wir entsprechend auch Stimmen, aber wir wissen nicht, wie die hier abgeben, ne? Das ist so schwierig. Wir beginnen mal damit und kontrollieren das gleich nochmal. Da steht 140, ja. Das ist, Doris Blue fragt danach, das sind die Stimmen, die wir dadurch abgeben. Das heißt, wenn wir keinen, das ist ein bisschen komisch geklärt hier. Wenn wir keine Einflusskosten ausgeben, dann bekommen wir genau 100 Stimmen. Das sind die 100, die wir im Augenblick haben hier. Wenn wir Einfluss reinbuttern, bekommen wir zusätzliche Stimmen. Die Basisstimmen, die haben wir, die stehen uns auch beim nächsten Kongressen noch zu, beim nächsten Landrat-Konziltreffen noch zur Verfügung. Aber die Einflusspunkte, die gehen verloren, wenn wir die hier ausgeben. Die sind dann weg. Damit erkaufen wir uns extra Stimmen. Ja? Und das gibt man in 10er Schritten aus. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wann die ausgegeben werden. Ich gehe erstmal nur auf 100 und wir gucken mal, was passiert. Wir geben erstmal 100 hier rein. Und dann gucken wir mal, ne? Wir müssen uns nur rechtzeitig hier wieder reingucken. Ja, ich habe Haus Harkonnen Einfluss verkauft, ich weiß. Ready. We are ready. Truppen sind da. Einmal Angriff. Und jetzt teilen wir die wieder auf. Die einen hier vorne greifen bitte die einen an. Die greifen die an. Damit die Fernkämpfer entsprechend geschwächt sind. Die wird erforscht. Das ist der nächste. Achtung! Ja, das ist der Kampf. Hier läuft das Event im Hintergrund, wir wissen. Wir brauchen viel. Zwei neue Entwicklungen sollten wir auch schaffen. Was bekommen wir hier eventuell? Einen Boost. Wir können Spice bergen mit einem Ornithopter, unbedingt. Eine gratis Menge Spice. Wir haben im Augenblick 46 im Lager, müssen in 16 Tagen abliefern. Guck mal, wie viel wir gleich bekommen. Der Kurs ist ein schlechter. Wir machen mal halbe im Verkauf. Der hat nichts zu tun. Der hat die Stadt hier aufgedeckt. Hier ist erstmal nichts los. Das haben wir alle schon aufgedeckt. Wir fliegen mit ihm. Das ist, glaube ich, der geplünderte Ornithopter, den wir nur noch 12 Tage lang haben. Den schicken wir mal nach. Hier oben hin, bitte. Bekommen wir hier ein Plastahlfeld, das ist cool. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier ist. Belagerung, wir haben gewonnen. Damit war zu rechnen. Vorräte da, alles okay. Holen uns den Ort, brauchen dafür 5 Wasser. Das heißt, bevor wir das machen können, muss erst das Wassergebäude hier unten fertig sein. Das ist fast fertig. Jetzt steht es. Relevanter Ort untersucht. Welche Belohnung bekommen wir hier? Flugaufzeichnung Berg mit unserem Agenten. Wir bekommen 55 an Infopunkten oder wie auch immer zusammen. Wir gucken mal, ob wir unsere Agenten noch woanders hinschicken können. War da noch irgendwo anders ein Platz? Irgendwas, das wir noch nicht, was wir noch plündern könnten mit unseren Agenten. Ja, hier. Wir können Gold bekommen oder Autorität. 500 Gold ausgeben für noch mehr Autorität oder gratis einen Agenten einsetzen und Gold bekommen. Boah, ich bin da hin und her gerissen. Also es sollten locker so 70, 80 Autorität sein. Die wären super cool. Dafür müssen wir 500 Gold einsammeln.
Hier unten, wir haben jetzt. Ah, das Wassergebäude ist immer noch nicht fertig. Die Windpfanne. Was ist hier? Ein Ressourcenvorkommen. Einmal hier rüber fliegen. Das ist auch gleich fertig. Was bekommen wir hier? Einmal Spice. 54, wir haben 109. Wir müssen 170 in 15 Tagen abliefern. Es ist ein schlechter Kurs, aber ich verkaufe mal alles, was wir haben hier. Weiter. Und hiermit fliegen wir. Oh, haben einen Hakollen-Ornithopter entdeckt, Leute. Guckt mal hier. Fiesigkeit. Als nächstes fliegen wir. Der hier unten hat, ja, der hat nichts zu tun. Der Kollege hier unten, wo fliegt der nochmal hin? Der fliegt, glaube ich, in das Gebiet hier vorne rein. Schicken die mal in das Gebiet hier rein. Und den schicken wir mal in die Mitte der Karte rein hier. Oh, Hakon-Gebiet. Wir haben Hakon-Gebiet aufgedeckt, Leute. Igitt. Aber man sieht ihn nicht. Rote Klippe? Das ist doch Hakon-Gebiet. Warum haben die sich das geholt? Was entdeckt der hier auf? Nichts, ne? Unsere Truppen. Können wir jetzt endlich den Ort holen? Ja, 18 Wasser. Wasser ist da. Gebäude wurde fertig. Ne, pardon. Das war was anderes. Gebäude wurde fertiggestellt. Hier. Jetzt ist das Wasser da. Und jetzt können wir. Ich speichere einmal ab. Und jetzt können wir unser Spice-Gebäude hinsetzen. Die Raffinerie hätten wir 500 Blattstahl. Wir haben 483. In Kürze. Gleich können wir es machen. Doris, wir können die Regionen mit diesem Edelmetall noch nicht anschließen, weil wir das Gebäude, das man darauf setzen kann, das können wir noch nicht bauen. Das ist aber in der Forschung, aber das dauert noch etwas. So, hier können wir jetzt die Raffinerie gleich bauen. Treibstoff ist genug da, 4 Treibstoff, 9 haben wir. Das machen wir auf jeden Fall. Wir brauchen nur noch 5, das können wir in Kürze machen. Dann wollten wir, können wir den Ort können wir jetzt beenden, die Eroberung. 5 Wasser sind da. Wir kontrollieren das Dorf. Das dauert, geht jetzt über Zeit. Und dann, sobald es fertig ist, haben wir weniger Autoritätskosten für alles. Bau abgeschlossen in Karga. Oh, wie schön. Schlag auf Schlag, Plastahlfabrik. Jetzt sind wir bei 141 im Plus. Hier oben läuft die Forschung mit dem nächsten, dass die Agenten schneller gehen. Das können wir erforschen. So, neues Dorf kontrolliert. Jetzt ist der Bonus drin, dass wir noch weniger Autorität brauchen. Jetzt müssen wir ein bisschen pokern, Leute. Ach, wir haben genug Plastahl für den Bau der Raffinerie hier unten. Das Beißen muss fließen. Einmal rein. Einmal eine Raffinerie bauen. Hier wollen wir schnell hin. Einmal hier so an den Rand, dann geht er schneller, wenn er mal abgezogen wird. Einmal hier hin, bitte. Bau läuft. So. Jetzt müssen wir mal kurz nachdenken. Welches Dorf holen wir uns als nächstes? Wir hatten ja den Plan, also das Event kommt von alleine, sobald wir 2 Entwicklungen haben, die haben wir in einem halben Tag, die haben wir in 8 Tagen, das sind dann 9. Und wir brauchen 13 Tage, in 13 Tagen müssen wir das abschließen, dann können wir hier die 1000 Solari anwählen. Das war der Plan. Dann wollten wir uns eigentlich als nächstes holen, hier oben, dieses Dorf hier.
wo Einheimische leben. Das sollte uns friedlich holen mit 90 Autorität. Kosten sind mittlerweile gesunken. Da können wir uns nochmal Spice holen. Da sollten wir auch Gas geben, bevor uns die KI das vor der Nase wegschnappt. Wer weiß, welche Nachbarn hier oben sind. Die Akonnen scheinen übrigens im Norden der Karte zu sein. Die scheinen hier oben zu sein. Schaut mal. Wenn wir Glück haben, ist hier niemand zwischen uns. Hier ist Kartenende. Schaut mal, so sieht die Karte aus. Ich glaube, die Fremen und die Schmucker verteilen sich hier. Die Akonnen sind unsere Nachbarn hier. Wir haben noch kein Nachbargebiet. Das müssen wir uns schnellstmöglich holen. Dafür bräuchten wir allerdings für die friedliche Eroberung 50 Einfluss. Wir haben 80. Und wir, ne? Wir geben ja schon mal 30 Stimmen aus. Wir müssen nur 50 übrig behalten, damit wir auf jeden Fall mehr Autorität produzieren. Und stecken wir schon mal 30, ach, das seht ihr gar nicht, 30 von unseren Einflussstimmen hin und generieren jeweils 10, mit jedem Schritt 10 weitere Stimmen hier. 130 investieren wir hier. Die werden nicht sofort abgezogen anscheinend, sondern erst dann, wenn die Abstimmung läuft. Okay. Ah, wenn ich das richtig verstehe, ja, kann man es auch noch zurückmachen wieder. Das heißt, wir müssen nur in dem Augenblick, gilt das dann. Mhm. Okay. Das ist die Abstimmung hier. Das ist das Dorf hier vorne. Wasser ist okay. Das heißt, wir werden friedlich uns das hier holen. Und jetzt ist die Frage, welches Dorf wir uns militärisch holen mit unseren Truppen hier. Welches Dorf holen wir uns militärisch als nächstes? Das hat eine Weile Zeit. Das Dorf hier vorne friedlich holen, da geht unsere Autorität bei flöten. Der nächste logische Schritt wäre eigentlich, hier 500 Hegemoniepunkte. Das können wir erobern. Das katapultiert uns voran. Wir liegen uns gut in der Punkteliste. Oder hier, weil wir, hier ist der Bonus mit dem Vulkan hier unten. Oh, Handlanger. Baukosten aller Gebäude um 20% gesenkt, wenn wir das haben, anscheinend, ne? Und mehr Treibstoff, den brauchen wir nicht unbedingt. Sag mal, ob der Bonus überall gilt? Anscheinend ja, ne? Nein, das ist nur lokaler. Das ist ein lokaler Bonus. Baukosten hier vor 8, da steht es im Tooltext. Die fleißigen Einheimischen können beim Bau dieses Dorfes helfen. Wenn die deutsche Übersetzung stimmt, dann ist das hier vor Ort. Das heißt, Baukosten reduziert und es geht schneller. Das heißt, hier sollten wir möglichst viele Gebäude bauen. Wir brauchen im Augenblick keinen Treibstoff. Die 500 Hegemoniepunkte sind cool, aber wichtiger wäre das hier oben, weil das ist etwas, das ist eher in Hakonnen-Gelände. Das kann man uns eher wegschnappen. Das heißt, das sollten wir uns erobern danach. Hier sollten wir hin. 67 Autorität. Wir könnten sogar darüber nachdenken, wenn wir das jetzt erobern, ob wir das nicht auch militärisch erobern und nicht friedlich. Weil das friedliche Erobern dauert 15 Tage. Okay, wir haben danach Milizen. Wir gehen mal einen Schritt nach dem anderen. Wir holen uns erstmal das Dorf hier. Wir gehen ja schon mal an die Grenze hin. Hier vorne. Stellen uns hier unten auf Steine hin. Ach, die haben wir jetzt schon, die 67. Yes, sir. Let's go. Waiting for your order. Helikopter-Check. All clear. Ready. Waiting for your order. All clear. So, und was gibt's hier? Jetzt können wir uns die Beute holen. Wir können einen Ornithopter reparieren, wenn wir Militär hätten. Wir bergen die Flugaufzeichnung. Wir sammeln, wir schicken unsere Arrakis-Agenten hier hin und bergen Infos dieser Ressource hier. Und mit ihm fliegen wir weiter und decken. Ja, hier ist Gold, ist nicht langweilig. Wir decken mal das Dorf hier auf. Noch ein Spice-Vorkommen bei den, bei den Akonnen vor der Nase. Das werden die sich auf jeden Fall holen. Das wird glasklar sein.
Hier marschieren wir jetzt rein. Wir greifen an. Abstimmung im Landrat. Wir müssen uns jetzt entscheiden, Leute. Wie viele Stimmen geben wir aus? Wir müssen uns jetzt entscheiden. Ich speichere einmal ab. Einfach so, ich weiß nicht. Vielleicht kann man ja irgendwie Zeitreisen machen und im Notfall zurückreisen in der Zeit. Wir speichern einmal ab. Also ich... Wie viele Stimmen geben wir aus? Wie viel ist uns das wert hier? Ich würde sagen, wir verzichten komplett auf Einfluss ausgeben hier. Milizen können wir uns auch kaufen. Wer weiß, die Hakon sind die gar nicht direkt daneben. Wir verzichten auf Einfluss hier und buttern die komplett in die Abstimmung rein. Wir buttern alles rein. Wenn wir wissen nicht, wie die hier abstimmen werden, die kleineren Häuser. Die Hakonnen, wie viel Einfluss haben die Hakonnen denn, den die ausgeben können? 120. Wir hatten denen unser Zeug verkauft. Wir haben nur 85. Da erfahren wir mehr von den normalen Stimmen. Wir stimmen alles rein. Wir wollen so viel ab, wir stimmen, wir hauen alles rein. Alles. Vielleicht verkauft uns sogar jemand noch auf dem letzten Drücker Autorität. Die stehen total auf Autorität, die wollen nichts hergeben, die auch. Wir hauen alles rein. Wir hauen alles rein und hoffen das Beste. Gucken, ob es klappt. Hier bereiten wir schon mal den Angriff vor. Was gibt es hier an Truppen? Zwei Distanzmilizen, eine Nahkampfmiliz. Nein, ich bin nicht nervös. Jedes neue Spiel spielen wir, wir sind total abgezockt. Was soll ja schon passieren? Hoffentlich klappt's! Hoffentlich funktioniert's! Achtung! Nein! Nein! Diese Schweinebande von Hakonnen, die haben uns... Wisst ihr, was die gemacht haben? Wisst ihr, was die gemacht haben? Kann man sehen, wer wie abgestimmt hat eigentlich? Also hier haben wir uns durchgesetzt. Wir generieren 30% mehr Autorität. Und hier gab es eine Intrige gegen uns. Und hier sind wir die Benachteiligten und wir unsere Instandhaltung. Also die Instandhaltungskosten unserer Gebäude beim Thema Plaststahl. Ja, da müssen wir 30% mehr latzen. Das ist aber nicht so schlimm wie das. Wie das schön ist. 30% mehr Autorität ist top, ja? Das ist super wichtig. Gibt uns einen Punkt mehr, wir nehmen jeden mit, ne? Aber jetzt frage ich mich, 68 Stimmen der Hakonnen sind hier rein, 97 hier. Da haben wir gar keine extra Stimmen reingesteckt. Die Einheiten zu rekrutieren ist teurer. Das heißt, wenn wir jetzt Truppen rekrutieren würden, wäre das doppelt so teuer wie sonst. Und das gilt für alle anscheinend. Oh, da wird aber gar nichts von angezeigt. Das kann ich nicht bestätigen. Die sind so teuer wie sonst auch. Vielleicht kommt das gleich noch. Und hier haben wir, ja... Wir haben für uns abgestimmt. Wir sind die einzigen, die für uns abgestimmt haben mit 180 Stimmen. Das Haus Hakonnen. Für das Haus, für uns haben abgestimmt nur wir und 13 Stimmen kamen von der Neutralen für uns rein. Das Haus Hakonnen hat seine eigenen Stimmen komplett auf sich gesetzt. Die Fremen ihre Stimmen. Die Fremen hatten anscheinend gar keine Stimmen. Die Schmuggler haben alles für sich eingesetzt. Alle haben für sich abgestimmt. Und die Neutralen haben ihre Stimmen verteilt. Ja, es war doch gut, dass wir das ausgegeben hätten. Es hätte sein können, dass die Schmuggler gewonnen hätten. Das haben wir schon mal ganz gut gemacht. Es war schon okay, dass wir so abgestimmt haben. Und hier vorne, alle haben abgestimmt. Ja, das Haus Hakonnen hat volle Kanne für uns abgestimmt, auf uns. Und die Neutralen haben ihre Stimmen eher gegen das Haus Hakonnen eingesetzt. Die Neutralen hassten das Haus ganz knapp. Zwei Stimmen, vier Stimmen mehr für uns als für das Haus Hakonnen. Hätten wir geringfügig hier Stimmen investiert, hätten wir das ab. Also hätten wir gewusst, wer wie abstimmt. Hätten wir 10 Stimmen von hier
weggenommen von denen, die wir für uns ausgegeben hätten und die hier investiert. Aber woher soll man das wissen? Das sind die Sachen, die jetzt gelten. Also es gibt Schlimmeres. Genau, 193 für uns, 163 für die Schmuggler. 190. Nee, stimmt gar nicht. Hier ist es. Nee, stimmt, hier habe ich mich verguckt. Das ist Quatsch. Ich habe die Stimmen der anderen übersehen. Es ist gar nicht knapp. Das hätten wir nicht abwenden können. Aus irgendeinem Grund, die Hakonnen haben halt voll ihre Stimmen gegen uns eingesetzt. Die Hakonnen haben ihre Stimmen gesplittet auf diese beiden Geschichten hier, ne? Nein. Die Hakonnen haben 72 Stimmen gegen uns hier eingesetzt. Und hier haben sie 97 Stimmen für sich eingesetzt. Die haben ihre Stimmen komplett gesplittet. Und wir haben unsere Stimmen dagegen auf eine Sache konzentriert. Hat auf jeden Fall funktioniert. Also im Großen und Ganzen ja. Die Instandhaltungskosten kriegen wir gebacken. Das ist nicht so schlimm. Hier machen wir die Erforschung weiter. Hier haben wir eine Stadt aufgedeckt. Die fliegen wir hier oben hin. Und hier wird gekämpft.